zunächst vorab heute Morgen natürlich meine Diazephal-Charts, also für Affektivstörungen und für Alkoholabhängigkeit, habe ich Frau Diazephal übersandt und auch Frau Schulzmann. Die sollten wir alle zwischen dem Lernraum gefunden haben. Sie sollten da vorfindbar sein. Ich weiß nicht, ob schon jemand geguckt hat. Kann das jemand positiv bestätigen? Nein. Ist nicht da bisher? Wer war auf einer Fortbildung? Achso, gut, Frau Diazephal hat sie auch bekommen. Heute Morgen um 9, von daher, ich gehe davon aus, dass sie da sein wird. Sehr gerne. Jetzt habe ich Ihnen einen Patienten mitgebracht für heute. Und ja, sie sind nicht stationär bei uns. Normalerweise ist es natürlich leicht, Patienten, die stationär sind, hier vorzustellen. Sie sind aber bei uns in der Institutseinsatz, korrekt, ambulant. Und ich hatte auch Frau Paulsen gesagt, Sie können mal ansprechen, Sie seien gerne bereit, hier auch mal in die Vorlesung zu kommen. Verstehe. Ich weiß nicht, ob man das aussieht. Low Battery. Sekunde, jetzt mache ich immer gerade neue Batterien rein. Wir müssen jetzt in einem auskommen. Vielleicht erzählen Sie mal, wie Sie zum ersten Mal mit Psychiatrie in Kontakt gekommen sind. Wann hat es angefangen, dass Sie gemerkt haben, dass etwas nicht in Ordnung und Sie brauchen Hilfe? Oder wann haben andere das gelernt? Also meine Psychiatrie-Geschichte geht schon relativ lange zurück. 2003 hatte ich meine erste Psychose. Und es hat sich, ich würde sagen, 3 Jahre vorher schon angekündigt, dass ich psychisch irgendwie gestört bin, aber es war nie so, dass es behandelt worden ist, sondern es war immer latent vorhanden, bis das dann 2013 nach Richtung Psychose ausgebrochen ist und da war ja klar, okay, wir müssen in die Psychiatrie. Sie sagen, 3 Jahre vorher hat das eigentlich schon begonnen. Was haben Sie da gemerkt, was sich so lange hingezogen hat, bis es dann zum ersten Mal zur Behandlung führt? Es war so, dass ich 1999 meine Diplomarbeit geschrieben habe in Elektrotechnik hier an der RWTH und ich war ziemlich auf mich allein gestellt während der Arbeit und es war eine totale Überforderungssituation. Und was ich gemerkt habe, dass ich Panikattacken kriege und Angstzustände und dass ich psychisch Reaktionen gezeigt hat, die ich von mir gar nicht kannte. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass ich da was tun muss. Ich war zum ersten Mal bei einem niedergelassenen Arzt und habe dann auch die erste Medikation gekriegt, das war der Ansidon. Das hat mich dann insofern ruhig gemacht, aber die eigentliche Problematik, die war so unterschwellig und ist nie richtig zur richtigen Analyse gekommen, oder Diagnose oder Behandlung. Ich frage mal dazwischen, damit wir das genau verstehen. Sie sagen Angstzustände, Panikattacken. Wovon Sie konkret Angst hatten? Es war so, dass ich geglaubt habe, diese Arbeit nicht zu schaffen. Dass ich geglaubt habe, bis zum Schluss, bis zur Abgabe habe ich nicht gewusst, ist das bestanden oder könnte das bestanden sein oder ist das daneben gegangen. Und das hat eine Klöße im Hals erzeugt, Angstgefühle im Bauch, Zittern. Und das war einfach ein ganz schrecklicher Zustand für mich. Fühlten Sie sich, war das der Stress? Fühlten Sie sich gestresst durch den Studienabschluss, durch das Anfertigen der Diplomarbeit, durch die Deadline, die Sie da wahrscheinlich hatten? Frage, wann bedeutet denn das Stress? Ja, das war immer mal Stress. Also das war, ich war eigentlich immer ein guter Student, war auch in der Lage, diese Diplomarbeit auf normalen Wegen zu machen, aber dann war das so, dass der Professor dann in der ersten Zwischenprüfung das Thema auf ein anderes gelenkt hat und die Professorin, die mich dann betreut hat, hat dann so ein bisschen versucht, das noch aufzufangen, aber ich habe dann gesehen, dass es keinen Sinn mehr hat und bin auf den Professor eingegangen, weil es ja auch sein Institut war. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss die Sache jetzt selber in die Hand nehmen. Und das war, als wenn ich eine Doktorarbeit schreiben würde, so vom Gefühl her. Sie fühlten sich überfordert? Ja. Also eigentlich eine typische Auslegersituation. Ja? Wenn Sie sehr gestresst sind, dann kann es eben dazu kommen, wenn Sie eine gewisse Disposition haben, dass Sie zum ersten Mal erkranken. Sollte uns allen eine Lehre sein. Stress ist okay bis zu einem gewissen Maße, aber lassen Sie sich nicht so weit stressen, dass Sie krank werden darüber. Wie ging es weiter? Von da war dann ein langer Weg bis zu der ersten Erkrankung. Also das ist so, dass ich also ich habe, muss ich dazu sagen, eine sehr gute Note bekommen in der Abschlussarbeit, aber ich war vom Kopf her nicht mehr in der Lage, das zu realisieren. Also wenn man mir gesagt hätte, du wärst durchgefallen, dann wäre das genauso für mich realistisch gewesen. Ich war also nicht mehr in der Lage, das wahrzunehmen, dass ich das bestanden habe. Und das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, du hast es geschafft. Jetzt muss das Leben doch irgendwie weitergehen, aber dieses Erlebnis war einfach furchtbar für mich. Wie haben Sie die Schlafen zu setzen? Also ich habe nur mit Hilfe des Insidons schlafen können. Ich habe das dann immer vor dem Schlafengehen eine Tablette genommen und die hat mich eigentlich relativ gut schlafen lassen. Also das muss ich schon sagen, das war eine sehr große Hilfe. Insidon, das ist Opi-Parol. Substanz, die mit umstrittener antidepressiver und anxiolytischer Wirksamkeit designiert sicherlich, wird sehr gerne von niedergelassenen Kollegen gegeben, ja, so als unspezifisches Sedativum. Damit kann man sicherlich schlafen, keine Frage. Sie sagen, ein halbes Jahr ist vergangen, bis Sie realisiert haben, dass Sie die Prüfung bestanden. Was haben Sie in diesem halben Jahr gemacht? Wie sind die Tage verlaufen? Es ist so gewesen, dass ich, also ich hatte eigentlich immer den Anspruch, auf der Universität zu bleiben, eine Assistenzstelle anzunehmen, aber das war gar nicht möglich, weil ich von meiner psychischen Verfassung her nur noch halbtags arbeiten konnte. Und dann habe ich dem Assistenten, für den ich die Diplomarbeit gemacht habe, angeboten, dass ich als Vigi arbeite. Und dann habe ich 12 Stunden als Vigi gearbeitet, auch mit dem Thema, und das hat mir eigentlich geholfen, das nochmal so ein bisschen zu reflektieren, was ich in der Diplomarbeit gemacht habe, weil die Arbeit sich daran angeschlossen hat. Sodass ich dann nach einem halben Jahr gemerkt habe, okay, das war wirklich eine gute Arbeit, sodass ich für mich selber sagen konnte, okay, das war in Ordnung, was du gemacht hast. Wie lange haben Sie das gemacht? Wie ging es dann weiter? Also es ist so, dass der Professor einen Nachfolger gesucht hat für den Assistenten, bei dem ich die Diplomarbeit gemacht habe. Und der hat mich auch darauf angesprochen, aber ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein werde, als Assistent zu arbeiten, also 40 Wochenstunden normale Arbeit und dann noch 10 bis 20 Stunden diese Zusatzaufgaben für Betreuung von Studenten und sowas, das hätte ich nicht gepackt. Und dann war es zum ersten Mal so, dass ich in meinem Leben einem Professor gegenüber, der ja mein Arbeitgeber war, eingestanden habe, dass ich einfach krank bin. Ich habe dann gesagt, ich hätte eine Gehirnstoffwechselerkrankung, ich wollte davon psychisch nichts erzählen und dass einfach meine punktuelle Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, um eine Assistentenstelle auszufüllen, sondern dass ich einfach weniger Stunden machen kann und soll, damit ich in der Lage bin, diese Aufgabe zu erfüllen. Das hat der Professor dann akzeptiert. Waren Sie dann schon in psychiatrischer Behandlung oder haben Sie das Syndrom im Hausarzt bekommen? Also ich war bei einem Fachpsychiater, aber bei einem Niedergelassenen. Ja. Also ja. Ich war auch nicht stationär. Also es war einfach so, der niedergelassene Arzt hat einfach gedacht, okay, dann müssen wir diese Überforderungsangst einfach bekämpfen und hat mir eine Verhaltenstherapie angeboten. Aber nachher war das dann so, dass ich in der Arbeit noch relativ gut zurechtgekommen bin und mit der Psychiatrie wollte ich eigentlich nichts zu tun haben. Also es war so, sie fühlten sich überfordert, überlastet und fühlten sich den Anforderungen des Berufslebens nicht so gewachsen. Kann man das so beschreiben? Ja. Nicht belastbar. Darüber hinaus ging es eigentlich nicht, oder? Wie war die Stimmung zu der Zeit? Also meine Stimmung war sehr schwankend. Also ich war immer wenn ich was gemacht habe an dem Institut, wo ich sagen konnte, das war ein Erfolgserlebnis, ging es mir gut. Und dann, wenn ich dann zu Hause war und das sich so ein bisschen gesetzt hatte, dann habe ich wieder so eine depressive Verstimmung gehabt. Du hast ja im Grunde genommen in deinem Leben nichts erreicht. Du hast keinen Job, du hast jetzt eine Hiwi-Stelle, eine hilfswissenschaftliche Stelle und du kannst nicht als Ingenieur arbeiten, in der Industrie oder die Assistentenstelle konntest du nicht annehmen. Also ich war schon sehr niedergeschlagen. Also Sie haben so ein bisschen realisiert, Sie sind das, was Sie sich vorgestellt haben, was Sie so an Zielen im Kopf hatten, während Ihres Studiums, denen sind Sie zumindest zu dem Zeitpunkt fühlen sich dem nicht gewachsen. Korrekt, ja. Wie ging es weiter? Wie ging es dann bis 2003 weiter? Ja, wie gesagt, ich habe halt, solange der Assistent halt mein direkter Betreuer war, an dem Institut zugearbeitet. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mit einem friedvollen Gefühl aus dieser ganzen Tätigkeit rausgegangen, weil meine Arbeiten an dem Institut sind mit in die Doktorarbeit des Assistenten eingeflossen, sodass das nicht für die Schublade gewesen ist, was ich da gearbeitet habe, sondern dass es wirklich Sinn gehabt hat. Und dann war es so, wie geht es jetzt beruflich weiter? Ja? Und dann ist es halt eskaliert, weil das wieder so eine Lehrphase war in meinem Leben, wo ich nicht wusste, wie das weitergeht, soll ich mich beruflich bewerben, schaffe ich das als Ingenieur? Und ja, dann kam es halt selbst. Wie hat es angefangen, die Psychose? Darunter können wir uns nichts vorstellen. Was haben Sie zuerst gemacht? Was waren die ersten Symptome? Also man muss dazu sagen, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, ich bin gläubiger Christ und habe eigentlich immer versucht, ein gottgefälliges Leben zu führen und in Geboten Gottes zu leben, in der Liebe Jesu zu leben und ein Leben zu führen, sage ich jetzt mal, was auch vor dem Himmel Bestand hat, wenn man das so sagen könnte. Und ich würde sagen, dass dieses Bestreben nach Heiligkeit, wie das ein Christ nennen würde, dass das eigentlich dieser Anfang war, diese, ja im Nachhinein würde ich sagen, diese Wahnideen, diese religiösen Wahnideen zu entwickeln, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ich halt total ausgeklärt bin. Was meinen Sie mit religiöse Wahnideen? Was war das konkret? Was haben Sie sich vorgestellt? Es ist so, dass die Christen ja glauben, dass man als Anhänger Jesu oder Nachfolger Jesu, wie man es nennt, wiedergeboren werden muss. Aber das ist keine Wiedergeburt in dem Sinne, dass man neu auf die Welt kommt, sondern die Christen glauben ja an Körper, Geist und Seele und dass der menschliche Geist von neuem geboren werden muss aus dem Geist Jesu heraus. Und wer das halt nicht wiedergeboren ist, der hat halt keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und dieses Gefühl, nicht wiedergeboren zu sein, hat mich halt umgetrieben. Und ich habe halt alles versucht zu tun, um diesen Glauben in mein Leben aufzunehmen. Aber es ist dann, wie gesagt, zu der Wahnvorstellung gekommen, wo ich dann im Nachhinein sagen muss, was die Ärzte mir halt in vielen Gesprächen ist dann halt klar geworden, dass es halt eine Psychose war, die Grenze geführt hat. Sie sprechen von Wahnvorstellungen. Können Sie sagen, was das konkret war? Wollen Sie das hier sagen? Das kann ich. Also die Wahnvorstellung, also würde ich jetzt im Nachhinein sagen, war die Angst, nicht wiedergeboren zu sein. Und das hat mich halt wahnsinnig gemacht. Also die panische Angst, du bist nicht wiedergeboren, du kommst nicht in den Himmel und du kannst Jesus nicht gerecht werden, du kannst dein Leben nicht führen, du kannst nicht arbeiten. Du bist einfach nicht in der Lage, den Naturgesetzen oder den göttlichen Gesetzen dieser Welt gerecht zu werden. Und ich vermute, dass es Ihnen Angst macht, dass die Irrgehalt sie völlig besessen, in Anführungszeichen. Sie konnten gar nichts, ihr ganzes Leben dreht sich darum. Kann man das so sagen? Ja, also das christliche Leben ist nicht so ausgelegt, dass man nur daran denkt, in den Himmel zu kommen, sondern man versucht halt, mit Gottes Liebe und Gottes Kraft den Alltag zu meistern. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nicht wiedergeboren, kommst nicht in den Himmel und bist Jesus eigentlich nicht tot für dich, dann funktionieren auch die Gebete des alltäglichen Lebens nicht, die das Leben eigentlich bereichern sollten. Deswegen hat sich das Ganze mal zugespitzt. Und diese panische Angst, auch vor dem Teufel, sag ich jetzt mal, der mein Leben zerstören wollte, hat mich letztendlich zu dieser Wahlvorstellung getrieben. Wann ist die Frage von, dass es eine Krankheit war? Also das war mir gar nicht klar. Also ich bin zum Beispiel, ich kann den Anfang des Krankenhauses noch so schildern. Es war dann so, dass ich so eine Angst vor dem Teufel hatte, der verhindern wollte, dass ich wiedergeboren werde. Und ich hatte damals als Jugendliche schwarze Möbel in meiner Wohnung. Und dann wurde die Angst einfach so groß, dass ich nicht mehr in meiner Wohnung sein konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, mein Leben in deiner Hand, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich halte diese Angst nicht mehr aus, ich halte jetzt einfach ab. Habe den Wohnungsschlüssel in meiner Wohnung liegen lassen, die Tür hinter mir zugezogen, hatte nur eine Hose an, ein T-Shirt, es war im Herbst, keine Schuhe und bin einfach auf die Straße gelaufen. Und ja, dann habe ich halt Leute angesprochen, verrückte Sachen gemacht und ich wusste einfach, jetzt aus dieser ganzen Sache kommst du von alleine nicht mehr raus, hier passiert was mit dir, das ist nicht normal. Aber ich konnte es halt nicht mehr einschätzen. Ich war einfach überfordert. Wie lange hat sich das hingezogen? Können Sie das noch einschätzen? Waren das Tage? Waren das Wochen? Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Punkt gekommen ist, dass Sie ohne Schuhe im Herbst auf die Straße gelaufen sind und nicht mehr wussten, wie es weitergeht? Wie lange hat dieser Prozess bis dahin angedauert? Also als ich auf die Straße gelaufen bin, das hat ungefähr einen Tag gedauert. Weil das war von den Anfängen, dass sie sich vermehrt mit religiösen Gedanken befasst haben, bis zu dem Punkt, jetzt halte ich es in meiner Wohnung nicht mehr aus. Waren das Tage, Wochen? Also ich würde sagen, dass ich mich mit religiösen Gedanken beschäftigt habe. Das war, mit 25 Jahren habe ich mich bewusst für Leben entschieden als Christ. Und wir haben auch, die Christen sagen so, das Leben Jesus übergeben heißt im Grunde genommen, in Gemeinschaft mit Gott leben und versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen und in der Liebe Gottes zu leben. Das habe ich mit 25 Jahren entschieden. Das war in welchem Jahr? 25 Jahren? Wann war das? Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 42. Mhm. Und, das heißt, 96 waren Sie 25? Das ist jetzt 42, das müsste jetzt sein. 15 Jahre zurück sein. 96? Ja, genau. Und 2003 sind Sie zum ersten Mal erkrankt. 7 Jahre später, Anfang 30. Kommt das so hin? Ja, das kommt hin. Also die Psychose hatte ich mit 32. Und ich sag mal so, dieses religiöse Leben, sich mit religiösen Dingen zu beschäftigen, da ist das zwischen Wahn und Wirklichkeit ist manchmal nicht so schwer, so ganz einfach zu unterscheiden. Und wie gesagt, als ich dann auf die Straße gelaufen bin, da habe ich einfach gewusst, entweder Gott hilft dir jetzt aus dieser Sache raus, oder es gibt irgendein Ende, oder ich habe gar nichts mehr gedacht. Es war einfach total verzweifelt. Und wer hat Ihnen dann, wie sind Sie dann in die Idee gekommen? Also es ist so gewesen, dass ich ja kein Geld hatte. Ich bin ja sozusagen mit Händen und Hose auf die Straße gelaufen. Und dann habe ich halt verrückte Sachen gemacht, während ich den Tag auf der Straße war. Und irgendwann habe ich gedacht, war ich einfach so erschöpft von diesen ganzen Dingen, dass ich so müde war und einfach nach Hause wollte. Aber ich hatte keinen Schlüssel, kein gar nichts mehr. Dann habe ich Geld gerettet und dann habe ich meine Eltern angerufen, habe meinen Vater mich abgeholt in Aachen, meine Eltern in Köln und mich nach Köln mitgebracht. Und dann habe ich erstmal versucht, wieder zu schlafen. Was für verrückte Sachen waren das, die Sie da gemacht haben? zum Beispiel? Also ich habe immer Leute auf der Straße angesprochen und die Fragen gestellt, die waren teilweise freundlich, teilweise haben sie mich auch komisch angeguckt und dann habe ich auch schon frühzeitig versucht, mir Geld zu erbetteln, um zu telefonieren, und dann habe ich das Geld wieder weggeschmissen, dann habe ich schon gedacht, was das Geld weggeschmissen, dann wäre das Ganze vielleicht zu Ende gewesen, und dann hatte ich die Idee, mich rauszuziehen, und dann habe ich gedacht, wenn die Polizei kommt, dann kommst du ins Gefängnis wegen Störung des öffentlichen Friedens. Und also diese ganzen Sachen, irgendwann war einfach Ende. Also mir kamen die verrücktesten Gedanken und ich hätte mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, vielleicht ist dann Ende. Aber dann hat meine Ratio eingesetzt und gedacht, das ist ja sinnlos, das bringt ja doch nichts. Also Ihren Kopf hat ziemliches Chaos, kann man sagen. Dann sind Sie zu Ihren Eltern und dort haben Sie eine Nacht verbracht. Und dann? Also in der Nacht würde ich sagen, ist es dann zur Psychose gekommen. Ich habe dann im Bett gelegen und habe dann, weil ich halt gedacht habe, ich müsste erlöst werden, bin ich vom Bett aufgestanden und habe halt so mich hingestellt, als wenn ich ans Kreuz genagelt würde, so wie Jesus, dass ich halt von meinen Sünden erlöst werde, wenn ich den Kreuzestod sterbe. Und das habe ich halt in diesem Wahn, ich kann es jetzt nicht mehr beschreiben, das war ein unglücklicher Zustand, habe ich das halt nachvollzogen, und dann habe ich wirklich geglaubt, so jetzt bist du erlöst. Jetzt bist du frei und jetzt bist du im Himmel, und dann war ich aber so verkrampft, dass ich so einen Verkrampfungszustand hatte, und in dem Zustand habe ich meine Eltern dann gefunden. Und in die Klinik? Ja. In Köln? Also es ist so, dass meine Eltern dann gemerkt haben, mit dem stimmt was nicht. Ich habe dann halt geredet, mit meinen Eltern habe ich Dämonen gesehen, die das verhindern wollten, dass das, was Gott mir geschenkt hat, mir geraubt wird. Und dann habe ich einfach nur gesagt, weiche von der Teufel zu meinen Eltern, und dann haben die gesagt, okay, das ist nicht mehr normal, und habe den Notarzt gerufen. Und dann ging es halt los. In welcher Klinik sind Sie in Köln? In Düren. Wie ist die Behandlung? Also man muss dazu sagen, dass der Notarzt, der gekommen ist, meine Eltern haben ihm dann die Medikamente gezeigt, die ich genommen habe, und dann hat der Notarzt wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, da ist irgendwas Schlimmes, Psychisches im Gange, und wollte mir eine Infusion geben, damit ich beruhigt werde, weil ich war nicht mehr zu beruhigen. Und ich wollte mich aber nicht anfassen lassen. Ich habe zu allen Leuten gesagt, weiche von der Teufel, der Notarzt durfte das vielleicht auch nicht mit Körpergewalt dazu bringen, um mich kurz zu setzen, haben sie halt die Polizei gerufen. Und dann ist die Polizei gekommen und hat mich halt auch versucht zu besänftigen, aber ich war nicht mehr zu beruhigen, und haben sie mich halt festgehalten. Aber ich muss sagen, die Polizei war relativ human, und dann hat die Notarzt mir die Spritze gesetzt, aber weil die Polizei so human war, hatte ich halt noch genug Kraft, um mir die Spritze halt, also die Infusion wieder rauszuziehen. Dann war das natürlich alles voll Blut, die ganzen Adern waren offen, und ja, dann wurde es dann richtig gewalttätig von der Polizei. Also die Polizei hat mich dann richtig in den Schwitzkasten genommen, und dann, ich muss sagen, das war eigentlich meine Rettung, weil ich war immer noch, in meinem Verstand war ich immer noch da. Ich hatte das Gefühl, es ist wahnsinnig, aber in meinem Verstand war ich immer noch in der Lage, auch Entscheidungen zu treffen, die rational sind. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt musst du aufgeben. Die Übermacht des Staates ist da, du hast keine Chance mehr, denen was entgegenzusetzen. Die haben jetzt die Macht. Und dann habe ich auch aufgegeben. Also das war eigentlich der Anfang des Endes vom Wahn. Wie sind Sie denn in den ersten Tagen in Düren behandelt worden? Also ich bin zunächst mal mit dem Krankenwagen nach Frechen gekommen. Da hat man mir Atosien gegeben zur Beruhigung, ein ganzes Döschen, so viel. Und da war ich einfach nur total müde und konnte gar nicht mehr richtig argumentieren. Ich war einfach müde, ich wollte einfach nur noch schlafen. Und das war wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Und dann bin ich in Düren aufgenommen worden, und die Ärzte in Düren haben mich erstmal auf die Geschlossene gebracht, um mich zu beobachten. Und das war, weil ich aber, so kann ich das im Nachhinein sagen, aus diesem Wahn raus war, war das für mich ein furchtbarer Zustand. Ich dachte ja, ich hätte was Gutes erlebt. Und werde zur Strafe jetzt in eine geschlossene Psychiatrie gebracht. Ich habe das schon wahrgenommen, dass da alles verschlossen ist und dass es da sehr eng und klein ist. und habe halt gefragt, ob ich nicht woanders hin kann. Haben die Ärzte gesagt, sie sind halt krank, wir müssen das beobachten. Dann ist der Richter gekommen, 6 Wochen Zuständig und dann war sozusagen die Klappe gefallen dabei. Dann haben Sie die Medikamente bekommen, ja. Das ist wieder was da. Also ich habe erstmal Diazephal bekommen und etwas gegen Psychose, das war dann Zyprexa. Zyprexa, ein Antipsychotikum, Olanzapin ist der Freiname. Sehr gebräuchlich, inzwischen heute weltweit eines der am meisten gegebenen Antipsychotika. Wie hat es gewirkt? Also, man muss dazu sagen, im Nachhinein habe ich ja sehr viel über psychotische Symptome erfahren. Ich muss dazu sagen, ich habe nie irgendwelche Halluzinationen gehabt, sondern immer nur Wahnideen, denen ich mich hingegeben habe. Aber ich würde sagen, einfach dieser Zustand im Krankenhaus zu sein, das war für mich so ein Gefühl, jetzt ist alles vorbei. Aber dieses Wahnerleben, du bist jetzt erlöst, das war so stark, dass ich gedacht habe, jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt für dich an. Du hast es jetzt geschafft, du bist erlöst, du bist frei, du kannst jetzt ein tolles Leben führen. Und, aber mit der Zeit habe ich halt im Krankenhaus realisiert, dass ich halt weder erlöst war noch nicht erlöst war, sondern dass ich einfach nur Wahnvorstellungen hatte. Und das hat mich total erwischt. Also das war ein Gefühl von, man kriegt den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das Zyprexa, muss ich sagen, hat mir eigentlich sehr gut geholfen, weil ich bin sehr ruhig geworden. Also ich war nicht mehr so aufgedreht, unruhig umhergelaufen, habe verrückte Sachen gesagt. Ich war eher relativ in mich zusammengesunken. Also das hat mich so ein bisschen gehört, würde man sagen. Die Angst, oder diese fast besessene Beschäftigung mit diesen religiösen Gedanken, dass sie nicht wiedergeboren sind oder werden. Wie schnell hat sich das gelegt? Wann ist so eine gewisse Distanzierung zu diesen Gedanken eingetreten? Können Sie das noch nachempfinden? Also das hat ungefähr, ich würde sagen, 2-3 Wochen gedauert, bis dieses wahnhafte Verhalten abgeklungen ist, bis dann sozusagen der Verstand wieder die Oberhand gewonnen hat. Und ich einfach festgestellt habe, dass ich da was erlebt habe, was ich geglaubt habe, was einfach nicht der Tatsache entsprochen hat. Und dass ich jetzt in der Realität wieder angekommen bin. Und, aber wie gehe ich mit meinem christlichen Leben um? Also die christliche Lehre glaubt an die Existenz des Teufels und auch an die Realität von Dämonen. Und jetzt habe ich natürlich versucht, mit meinem christlichen Verstehen das, was ich da erlebt habe, einzuordnen. Und das ist mir ja nicht richtig gelungen. Ich habe auch mit den Ärzten über diese Dinge gesprochen und die Ärzte haben halt einfach nur gesagt, versuchen Sie Ihr religiöses Leben, also das, was man normal als Christ lebt, wieder in den Griff zu bekommen. Also, aber beschäftigen Sie sich nicht zu viel damit, dass Sie nicht wieder in diesen Zustand zurückfallen. Also das war für mich, ich kann es eigentlich nicht sagen, ich war irgendwie entwurzelt, könnte man sagen, total entwurzelt. Wie eine Wahnsinnige aus der Klinik. Also ich war 8 Wochen in Düren und danach, nach den 8 Wochen, muss ich sagen, habe ich halt aufgegeben, diesen Gedanken, du bist halt wiedergeboren oder du bist nicht wiedergeboren, dieses Rätsel konnte ich zu jedem Zeitpunkt nicht lösen, das habe ich halt aufgegeben. Irgendwann hat sich das verflüchtigt und weil dann auch die Negativsymptome eingesetzt haben und mein ganzes Denken so dermaßen beeinträchtigt worden ist, dass ich gar nicht in der Lage war, diese komplexen religiösen Sachverhalte zu durchdenken oder zu durchführen. Sie haben jetzt hier schon gehört, Negativsymptome, das, was unser Patient an Wahnsinn geschildert hat, das nennen wir Positivsymptome. Das ist positiv, also das ist etwas, was zu viel da ist, was produktiv entstanden. Negativ Symptome, das sind Defizite. Das ist irgendwo ein Defizit an bestimmten Eigenschaften, bestimmten Bestrebungen. Was war für Sie damals so prominent an negativ, was Sie jetzt als Negativsymptome bezeichnet haben? Also das, ich habe das dann, damals gab es in Düren, gab es sowas wie psychische Education nicht. Also ich kannte den Begriff auch gar nicht damals. Ich habe nur gemerkt, dass mein ganzes Wesen dermaßen verändert worden ist durch diese Erlebnisse, dass ich kein, ich war nicht mich selbst. Ich würde es heute sagen, also wenn ich es mit den damaligen Worten beschreiben würde, das war der totale Verlust von Persönlichkeit. Also ich konnte nicht mehr komplex denken, ich konnte nicht mehr logisch tief denken, was ich ja von meinem Studium her gewohnt war. Ich war nicht mehr in der Lage, einfachste kausale Zusammenhänge zu erkennen. Ich war gefühlsarm und gedankenleer. Also ich habe da gesessen, nur in die Würfel geguckt, würde man heute sagen, und an gar nichts mehr gedacht. Also es war einfach total entleert, gefühlsmäßig und gedankenmäßig. Ja, das beschreibt es sehr gut. Wir sind seitdem 10 Jahre vergangen. Das, um einfach um das Existieren hier abzurunden, weil wir schon wieder eine halbe Stunde gesprochen haben. Wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Wie würden Sie diese 10 Jahre jetzt in der Rückschau zusammenfassen? Wie hat die Erkrankung in diesen letzten 10 Jahren ihr Leben charakterisiert, ihr Leben bestimmt vielleicht? Wie stehen Sie heute da mit dieser Erkrankung und welche Perspektive? Also ich würde sagen, so eine Psychose ist ein, also ich habe es immer so beschrieben, es gibt ein Leben vor der Psychose und ein Leben nach der Psychose. Das ist so ein massiver Eingriff in die Persönlichkeit, dass man eigentlich nicht mehr in der Lage ist, ein Leben zu führen, wie man es vorher kannte. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich mit den Symptomen, die, also wir haben den Namen schon genannt, negative Symptomatik, die ich gelernt habe, damit zu leben. Und es war aber immer so, dass ich Leute um mich herum hatte, die mir Mut gemacht haben, mein Leben doch noch zu leben. Also ich hätte genauso gut depressiv auf dem Sofa sitzen bleiben können, wie ich das ein halbes Jahr gemacht habe nach der Psychose. Aber meine Eltern haben gesagt, solange es nicht weitergeht, um das jetzt abzukürzen, ich habe eine Reha-Maßnahme gemacht beim Arbeitsamt und an komplexe Aufgaben mit dem Kopf zu bewältigen sind, war sowieso nicht mehr zu denken. Aber dann habe ich gedacht, du hast ja noch 2 Hände, vielleicht kannst du mit deinen Händen irgendwas machen. Und dann habe ich halt handwerkliche Tätigkeiten gemacht, einfache nur handwerkliche Tätigkeiten, wo ich das Praktikum gemacht habe in der Reha-Maßnahme, wo man mich dann aufgrund meiner da ich ja doch immer ein verantwortungsbewusster Mann war, hat man mich dann im Praktikum bestätigt und mir dann den Job gegeben auch danach. Also es war immer so, da muss ich im Nachhinein sagen, bin ich auch immer sehr dankbar gewesen, dass ich nicht in so eine totale Leere gefallen bin, sondern dass ich immer Beschäftigung hatte. Und Sie heute sagen, Sie haben Leben mit der Psychose, mit dieser Erkrankung eingerichtet, gemeistert, Sie haben das akzeptiert für sich, dass das ein Teil Ihres Lebens ist und auch Ihre Persönlichkeit, ein Teil Ihrer Persönlichkeit? Also es ist so, dass ich immer, also man kennt ja beide Zustände, dieses manchmal daran denken, wie es vorher war, diesen Zustand, das ist ja im Gehirn nur abgespeichert, das kommt manchmal hoch und dann denke ich, du hast so vorher so ein gutes Leben gehabt und jetzt bist du psychotisch krank geworden und dein Leben, manchmal denke ich, mein Leben ist ruiniert, dann manchmal denke ich, ich kann doch noch schöne Dinge im Leben erleben. Also es ist, man ist als Psychosepatient von ziemlichen Gefühlsschwankungen geplagt. Und ich würde sagen, ich habe mein Leben so weit im Griff, als dass ich sagen kann, ich habe es akzeptiert. Ich glaube, wenn man das nicht akzeptiert und immer dagegen rebelliert und immer noch den Zustand herbeiwünscht, wie es vorher war, dann ist man nicht in der Lage, jetzt zu leben. Und dann hat man gar kein Leben mehr. Aber wenn man halt versucht, das Leben zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, dann hat man immer noch die Chance, auch als Psychosepatient schöne Dinge im Leben zu erleben. Sie haben Gefühlsarmut ist man einfach nicht in der Lage, solch ein Beziehungsnetz aufzubauen. Man kann einfach nur, man erlebt keine tiefen Beziehungen mehr. Man erlebt eigentlich Beziehungen, die so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, aber nicht, weil man oberflächlich gestaltet ist, sondern weil das einfach nicht mehr funktioniert. Und ich wollte halt nie eine Beziehung führen mit einer Frau, wo ich sagen muss, ich kann nicht alles geben. Und ich fühle mich einfach auch nicht in der Lage, dieses Beziehungsgeflecht, was so eine Beziehung mitbringt, mit Streit, mit Versöhnung und sowas, dem fühle ich mich einfach nicht gewachsen. Und deswegen bin ich sehr gut. Ja, man kann es nicht besser beschreiben, als wir es hier haben. Dazu muss man auch die intellektuelle Kapazität haben und auch die emotionale Kapazität, um das so zu schildern, wie sie das jetzt geschildert haben. Und das ist schon sehr beeindruckend. Dürfen die Kolleginnen und Kollegen noch Fragen stellen? Ja. Bitte. Ja, ich habe eine Frage zu Ihrer jetzigen Glaubenspraxis, nämlich einmal, welche Konfessionen gehören Sie an? Und dann sind Sie jetzt immer noch quasi aktiv, also praktizieren Sie das? Ich wiederhole nochmal, jetzige Glaubenspraxis sind sie immer noch praktizierender Christ, haben sie sich von der Religion abgewandt. Wie stehen Sie jetzt dazu? Also ich würde sagen, also ich bin auch praktizierender Christ, aber lange nicht mehr so wie früher. Also ich habe dieses Erlebnis in der Psychose, das hängt mir immer noch an. Aber ich habe jetzt so ein bisschen versucht, den Gedanken zu entwickeln, dass Gott einfach ein liebender Gott ist. Und Jesus hat ja gesagt, ich kenne den Vater im Himmel und er ist Liebe. Und ich versuche halt Gott als den liebenden Gott zu sehen und nicht mehr als einen, der was von einem verlangt, von einem fordert, sondern der einfach das Leben liebt und ist ja, zugelassen hat, dass ich so krank geworden bin. Und ich versuche einfach, ja, das Leben in Liebe zu leben und an den liebenden Gott zu glauben. Also ich bin katholisch aufgewachsen, aber ich stehe in der evangelischen Freikirche. Leben Sie immer noch das Zyprexa und haben Sie irgendwelche Nebenwirkungen davon? Hier ist die Frage nach der aktuellen Medikation, was im Moment einnimmt und nach den Nebenwirkungen. Also es ist so, dass ich im Laufe meiner Erkrankung verschiedene Medikamente genommen habe, auch Antipsychotika. Aktuell nämlich das nennt sich Zepion, das ist glaube ich Risperdal in Spritzenform, so wie man das sagen würde. Und das nehme ich jetzt seit einem Jahr. Also ein anderes Antipsychotikum, das man als Depotpräparat gibt, alle 4 Wochen. Nebenwirkungen, können Sie dazu was sagen? Ja, also die schlimmste Nebenwirkung war eigentlich, ich sage das einfach aus medizinischer Sicht, dass man halt dass die sexuelle Empfindbarkeit einfach eingeschränkt ist und man Störungen hat. Und das, muss ich sagen, war eigentlich das Schlimmste, dass man einfach das bisschen Lebensqualität, was man noch hat, auch noch genommen kriegt. Aber jetzt war das so, dass ich eine Dosierung gewählt habe mit den Ärzten, die es mir möglichst normales Sexualleben zu führen. Ja, also auch häufige Nebenwirkungen sexueller Funktionsstörungen. Gerade bei diesen Dopamin-Antagonisten. Ja. Sie wissen, Dopamin ist ganz wesentlich im Belohnungssystem. Wir brauchen dopaminäre Neurotransmission, um Genuss zu empfinden. Also für sexuelle Erregung brauchen wir Dopamin auch unter anderem. Und da greifen wir natürlich zum Teil schon gravierend ein mit diesen Medikamenten. Die während Ihres Fragenvorstands haben Sie da irgendwie versucht, Sie haben mich zwar nicht gemeint, weil ich will Sie nur identifizieren, mit wem wir jetzt zu tun haben. Bitte. Nochmal. Wenn im Schwabenzustand, haben Sie da irgendwie versucht, durch Verhaltensänderungen, Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht sehr vom Teufel oder Beeinflussgefühl haben, oder Strafgefühl haben. Haben Sie da irgendwie versucht, durch Verhaltensänderungen Ihrerseits da rauszukommen? Hier ist die Frage. Während der Wahnvorstellung hat man da eine derartige Kontrolle über sein Verhalten, dass man durch Verhaltensänderungen sozusagen gegen den Wahn angehen kann. Also ich sag mal so, am Anfang ist es so, dass der Wein ja nicht direkt volle Pulle da ist, sondern dass der langsam anfängt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, würde ich sagen, rational die Dinge zu beurteilen. Aber dieser Sog, den der Wein ausübt, ist so stark, dass man da reingezogen wird und am Ende keine Wahlmöglichkeit mehr hat. Man ist einfach nur Wein ausgeliefert. Ja, das ist eben das Kennzeichen von Psychose. Psychose ist letztendlich ein Gummibegriff. Aber damit meint man letztendlich eine Erkrankung, die mit einer groben Verzerrung der Realitätswahrnehmung einhergeht. Sehr schön dargestellt ist das übrigens im Film Beautiful Mind. Ja, da können Sie sehen, wie die Erkrankung von den Betroffenen so Besitz ergreift, dass er und Sie als Zuschauer dann auch nicht mehr zwischen Realität und Wahn unterscheiden können. Der Wahn ist für Sie Realität. Gucken Sie sich den Film an, das ist dann sehr gut dargestellt. Jetzt die Dame 3 Jahre dahinter. Ist die Frage nach den Halluzinationen, hat er eben beantwortet, hat er nie gehabt. Hat er eben gesagt. Gibt es, das ist nicht ungewöhnlich. Typischerweise Patienten mit Psychosen, mit dieser Art von Psychosen haben akustische Halluzinationen, berühmte Stimmenhören, ist aber nicht obligat. Optische Halluzinationen sind sehr viel seltener. Die Frage gehört. Die Frage nochmal nach der bewussten Wahrnehmung von all dem, was da passiert ist, oder ist Ihnen später so berichtet worden, dass es so war? Dann haben Sie das alles schon so bewusst, auch in der Retrospektive noch so erinnert. Also es ist so, dass ich, wie ich eben schon geschildert habe, ein sehr rationaler Mensch bin. Und dieser Wahn hat zwar von mir Besitz ergriffen, aber der rationale Anteil in meinem Seelenleben, der war halt immer in der Lage, Beobachter dessen zu funktionieren. Und ich habe natürlich währenddessen die Sache nicht so sehr realisiert, aber im Nachhinein habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, was ist da eigentlich mit mir passiert. Und Stück für Stück sind mir dann so Erinnerungslücken, die ich hatte, wieder gefüllt worden mit dem, was da eigentlich war. Also das ist ja jetzt 10 Jahre her und ich habe mich sehr intensiv mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte beschäftigt, um mich auch selber besser zu verstehen. Und im Zuge dessen sind diese Dinge alle gefüllt worden. Kurz danach oder später war das alles gar nicht präsent, das muss ich schon sagen. Das kam bis Jahre später. Ja, Sie hatten also Ihre entscheidende Ereignis, wo Sie dann aus Ihrer Haustür rausgelaufen sind, hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie das Vergehen bekommen haben, dass Sie da weggeworfen haben, das dann als unvernünftig gefunden haben, dann ging es wieder weiter. Da ist es immer so, dass Sie dann so eine Art Rauschstück war, dann plötzlich so ein Moment kam der Klarheit und dann wieder der Rausch einsetzte? Oder wie muss ich das dann vorstellen? Frage nach dem Tag, als Sie auf die Straße gelaufen waren. Waren das Momente zwischen Klarheit und Psychose, wechselnde Klarheit, dann vielleicht doch mal zwischendurch Momente des Abstandes, der Möglichkeit, so aus sich rauszutreten und sich zu fragen, was passiert da gerade mit mir? Also Sie haben das im Grunde genommen genau richtig beschrieben, Herr Rücker, weil die Psychose, habe ich eben schon gesagt, das ist nie so, das setzt nicht voll ein, sondern das beginnt langsam. Man ist dann halt immer Phasen dazwischen, wo man klar ist und dann denkt man, jetzt ist alles vorbei und dann setzt der Wahn wieder stückweise ein, bis man einfach nachher total im Besitz ist. Und bis der Wahn einfach total im Besitz ergriffen hat. Also man hat halt klare Phasen im Beginn, dessen habe ich noch gehabt. Ja. Gibt es in Ihrer Familie psychische Störungen vergleichbar? Frage nach psychischen Störungen in der Familie. Ja klar, genetische Belastung. Also meine Familie, soviel ich das weiß, ist keine einzige Person. Ich habe eine relativ große Familie mit psychischen Erkrankungen. jeweils aufgetreten. Haben Sie vor Ihrer Erkrankung allein oder mit der Familie gelebt und haben Sie also während Ihres Studiums Drogen oder Medikamenten zur Leistungssteigerung angenommen? Hier ist die Frage nach Lebensumständen bevor die Erkrankung begonnen hat. Sind Sie allein gelebt oder mit Ihrer Familie und nach der Einnahme von Drogen oder Medikamenten zur Leistungssteigerung? Also ich habe mal wenig Drogen genommen, ich war ab und zu schon mal betrunken, aber nie regelmäßig. Und ich habe während der ganzen Phase immer alleine gelebt. Also komplett studiert. Drogen ist natürlich die Frage, ist relativ, muss man immer stellen. Haben Sie auch schon gehört, Drogen sind ein wesentlicher Risikofaktor. Medikamente zur Leistungssteigerung, können wir vielleicht nächste Woche noch kurz drauf zu sprechen kommen. Sind im Prinzip natürlich auch ein Risiko. Wenn man eine entsprechende Disposition hat, können die ein Risikofaktor sein. Ja, wenn Sie Stimulantien nehmen vor einer Prüfung, dann mag das leistungssteigernd wirken, auch kognitive Leistungen einen positiven Einfluss, aber es mag Ihr Risiko erhöhen, an einer Psychose zu erkranken. Letzte Frage, die Dame da oben. Retrospektiv ist man immer schlauer. Man wird dann am Ende sagen, das war ein Prodrom. Das ist oft Monate bis Jahre lang. Die Frage ist hier, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es irgendjemandem aufgefallen, dass es sich verändert hat? Also es gab schon starke Veränderungen in meinem normalen Alltagsleben. Also ich habe viel auch das Gebet gesucht und halt durch Gebet eine Linderung meiner Ängste zu stemmen zu bekommen. Weil wir halt als Christen daran glauben, dass Gott auch nicht ein liebender Vater ist, sondern auch ein heilender Vater. Und ich habe halt immer versucht, aus diesem ganzen Zustand mit Gottes Hilfe rauszukommen. Aber das hat mich im Grunde genommen nur weiter in diesem Sog von Religiosität. Es hat im Grunde genommen schlimmer gemacht. Aber ich muss sagen, ich würde sagen, in den 3 Jahren sind vielleicht vereinzelt mal Wahnideen aufgetaucht, aber es ist nie so, dass es eskaliert ist. Das kam erst nach dem. Gut, ich glaube, man kann das nicht besser darstellen.